Hi, liebe Leute, ich bin Ismail Çelinkaya. Wie ihr seht, hinten machen sich die Leute warm für den Sparring. Gleich geht es los. Bald sind Wettkämpfe und die Jungs müssen sich fit halten. Wir kämpfen verschiedene Gewichtsklassen, verschiedene Veranstaltungen. Und ja, heute nehmen wir euch mit zu unserem Sparringtag. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Bis dann. Ja Leute, anschließend am Training geht es zum Laden. Ich lasse mir einen Anzug machen, weil Wochenende Hochzeit ist. Und leider habe ich ein Problem wegen meinem Hals, weil er so dick ist. Muss ich mal maßschneidern lassen, aber keine Angst, keine Markenkleidung. Das ist ein Freund von mir, der hat eigene Design. Und Leute, was Training angeht, es gibt nichts geschenkt. Wenn ihr das haben wollt, müsst ihr hart arbeiten. Fucking hart, wirklich Leute. Der Mann ackert schon seit Wochen für den Kampf am 26. Und ich sehe in seinen Augen, er ist kaputt, er ist müde, aber er arbeitet an sich hart, weil er gewinnen will. Wenn du gewinnen willst, musst du hart trainieren. Und nicht immer der hart trainiert, gewinnt auch. Merkt euch das, derjenige, der mehr will, der gewinnt, weil der andere trainiert ja auch hart. Heute bin ich unterwegs. Ich möchte ein Hemd oder eine Krawatte, vielleicht auch einen Anzug kaufen. Ich habe leider nichts mehr zu Hause, die mir passt. Meine Anzüge sind schon mindestens 3-4 Jahre alt. Ich bin ein Typ, ich mag Sachen gerne lange zu behalten. Ich pflege sie auch und das hat mehrere Gründe. Erstens wegen Umwelt und zweitens, ich schätze, was ich habe. Und ich bin nicht verschwenderisch, obwohl ich auch habe. Ich könnte jeden Tag einen Anzug kaufen. Ich brauche das aber nicht, weil ich möchte für die Zukunft auch etwas hinterlassen. Und ja, Wochenende sind zwei Hochzeiten. Bin mal gespannt, ob ich in zwei Hochzeiten tanzen kann. Nein, Spaß, ich tanze nicht. Ja, einer ist ein bisschen früher, Gott sei Dank, dann gehe ich anschließend zu einem anderen. Das sind beide gute Freunde. Und natürlich werden es keine Marken sein, wo ich jetzt hingehe. Kein Gucci, kein Armani, kein Louis Vuitton. Das ist nicht meine Art, das ist nicht meine Klasse, das ist auch nicht meine Einstellung. Ich finde, Menschen, die Werte haben und Werte besitzen, die achten, bescheiden zu sein und diese Bescheidenheit auch zu zeigen, damit andere Menschen, die sie nach oben schauen, als Vorbild nehmen. Weil Vorbild, es heißt, wie es heißt, Vorbild. Man muss Verantwortungsbewusstsein haben, finde ich. Weil wenn du kein Verantwortungsbewusstsein hast, dann bist du wie ein Fisch. Also du hast ein Gehirn wie ein Fisch. Fisch ist ja auch so, sie isst was, also zack, und 5 Minuten später hast du wieder vergessen. Das ist wirklich so, Leute, beim Fischen. Und Verantwortungsbewusstsein ist etwas Edles. Das besitzen nicht viele Leute. Und deswegen, wenn man Verantwortungsbewusstsein hat, muss man auf seine Community achten, dass man auch schöne Werte vermittelt. Ich kann auch den ganzen Tag mit Gucci, Armani und Louis Vuitton Taschen rumlaufen und zeigen, wie heftig und geil ich bin und ständig bei jedem Kurs meine Uhr zeigen, das wird euch nicht im Leben weiterbringen. Was euch im Leben weiterbringt, ist eure Bescheidenheit, ist eure Höflichkeit, euer Mut und gleichzeitig, dass ihr habt, aber nicht jeden zeigen müsst. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Und jetzt gehen wir erstmal zu dem Anzugladen. Dann gucken wir, bin wirklich sehr, sehr gespannt und ich bin ja sehr pingelig. Ich kaufe selten, aber wenn ich das kaufe, behalte ich es auch ein paar Jahre. Ich pflege das ja halt. Und ich finde, Menschen, die ständig Klamotten kaufen, wegwerfen, haben auch einen Verstand wie mit Menschen. Die wechseln auch schnell Freunde, sie wechseln auch schnell Frauen und alles Mögliche. Oder schnell Männer von beiden Seiten. Menschen, die schnell Klamotten kaufen, schnell wechseln und immer Neues und Neues und Neues und Neues.
bei dem prägt sich was auch im Gehirn. Und so wird es auch wirklich in Wirklichkeit. Deswegen, Leute, die Leute, die Werte haben, die haben etwas und die pflegen es auch. Wie ein wirkliches Leben. Wenn ich Freunde habe, ich pflege auch die Freundschaft zu meinen Freunden. Das ist dasselbe. Es spiegelt sich überall im Leben. Ja, Leute, jetzt gehen wir zum Anzugladen erstmal. Ich bin bei Roger Design, es gehört ein Freund von mir und der Grund, warum ich hier bin, ist nicht, weil es so schön aussieht, sondern ich mag Menschen zu unterstützen, die hart arbeiten, die für Ideale hart kämpfen und diese riesen Konzerne, Boss, Louis Vuitton oder Gucci, ich bin wirklich ehrlich, ich habe nichts gegen diese Marken, aber die lassen niemanden groß werden. Die haben den Markt für sich. So wie Lidl und Aldi und Penny. Penny ist ja noch klein. Und der normale, der Bauer oder die Kleinen, die gehen kaputt. Und es gibt keine neuen Ideen mehr. Es gibt, Menschen sind ja nicht einfach flexibel. Und hier sehe ich 1000 verschiedene Anzüge, Flexibilität, neue Ideen, das siehst du bei Boss nicht. Das gibt etwas und das wird weltweit dasselbe verkauft. Und vor allem, die produzieren das für 5 Euro irgendwo in Bangladesch und verkaufen das für 5000 Euro. Hier ist es anders. Der Kollege geht extra nach Italien, produziert das. Er ist immer dabei. Er macht das mit Herzen. Er liebt es ja selber, sich gut anzuziehen. Und deswegen unterstütze ich wirklich in allen Hinsichten immer Personen, die hart an etwas arbeiten und trotzdem die Linie halten und trotzdem vom Preis her auch nicht so frech sind wie andere. Also es ist mir egal, ob du jetzt Gucci bist oder was anderes bist, weil letztendlich ist der Stoff dasselbe. Das ist das Ding. Und das Einzige, was sich entscheidet, ist die Marke. Und ich frage mich, okay, bin ich ein besserer Mensch, wenn ich einen Gucci habe? Nein. Also für mich ist wichtig, wenn ich eine gute Qualität habe, einen Stoff habe, der atmet, der gesund ist, in der nicht von irgendwelchen kleinen Kindern genäht worden ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und deswegen komme ich mit gutem Gewissen herher zu Roger Design. Und ich fühle mich gut. Das wollte ich nur Bescheid sagen. Es ist jetzt halt keine Werbung. Es ist nur für mich wichtig, dass meiner Meinung nach auch viel mit Werten zu tun hat. Man sollte wirklich den Einheimischen unterstützen, die in eurer Gegend ist. Weil Boss, Gucci, das sind Milliardenkonzerne. Die rauben uns nur aus und dann läuft ihr mit so einem Marke im Hals und denkt, ihr seid was Besseres. Seid ihr aber nicht. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann.